Eine Stadt und ihr Markenzeichen. Hamburg und der Hafen. Er ist der größte in Deutschland und einer der ganz wenigen weltweit, der mitten in einer Großstadt liegt. Mit der Globalisierung kam hier der Aufschwung. Jede Menge Waren in Containern, Arbeit und Geld. Die Kehrseite? Der Hafen wächst längst nicht so schnell, wie er wachsen müsste. Die Containerriesen müssen sich fast 100 Kilometer über die Elbe quälen, bis ihre Waren im Hafen angeliefert und verarbeitet werden können. Und Polizisten kämpfen gegen neue Gefahren. Man geht halt von dem Szenario aus, ich gehe an Bord, deponiere eine Bombe, das Schiff fährt los, die Bombe explodiert, das Schiff sinkt. Zöllner durchsuchen Ladungen, stellen Schmuggler und Drogenhändler. Leben und Arbeiten am Wasser. Hamburger Hafen, Deutschlands Tor zur Welt. Die Hauptattraktion beim alljährlichen Hafengeburtstag hat einen Namen: Queen Mary II. Das mächtige Kreuzfahrtschiff ist regelmäßig dabei, wenn am ersten Wochenende im Mai gefeiert wird, mit mehr als 1 Million Besuchern. Seemann-Shanties erzählen von Abenteuern auf hoher See. So sieht die Realität aus. Container, Container und nochmal Container. Die meisten kommen aus Asien, wie hier auf der COSCO Germany. Ein Hamburger Reeder ließ sie in Korea bauen, mit Geld von deutschen Anlegern. Die chinesische Staatsreederei COSCO hat den Containerriesen gechartert. Jetzt verkehrt er regelmäßig zwischen China und Hamburg. Das nennt man Globalisierung und die lässt den Hafen boomen. Die Hamburg Port Authority wacht darüber, dass alles seine Ordnung hat. Jens Meyer ist ihr Chef. Die Behörde untersteht der Hansestadt und besitzt den Großteil der Hafengrundstücke. Der Geschäftsführer begibt sich auf Inspektionstour durch sein wässriges Revier. Die Schifffahrt ist ja der Motor der internationalen Globalisierung. Wir haben in Deutschland eigentlich eine Aufteilung, wenn man es ganz grob holzschnittsartig beschreibt, dass der Bremerhavener Hafen in erster Linie den Handel mit Nordamerika abwickelt und sehr stark spezialisiert ist auf den Kfz-Autoumschlag und der Hamburger Hafen sehr stark asienlastig ist. Im Warenverkehr mit Asien wurden 2010 in Hamburg fast 5 Millionen Standardcontainer umgeschlagen. Die Schifffahrt profitiert von der Globalisierung am meisten. China ist dabei der mit Abstand wichtigste Handelspartner. Wenn Schranken und Beschränkungen fallen, bringt das nicht nur neue Geschäfte, sondern auch neue Gefahren. Die Beamten von der Wasserschutzpolizei kämpfen an vorderster Front. Groß ist die Angst vor Anschlägen. Schiffe können mögliche Anschlagsziele von Terroristen sein. Jedes Schiff, was in den Hamburger Hafen kommt und irgendwo festmacht, muss gegen unbefugten Zugang geschützt sein. So, das heißt, man geht halt von dem Szenario aus, ich gehe an Bord, deponiere eine Bombe, das Schiff fährt los, die Bombe explodiert, das Schiff sinkt. Um diese größte anzunehmende Katastrophe zu verhindern, fahren die Wasserschutzpolizisten Streife. 24 Stunden am Tag sind sie im Einsatz. Plötzlich stoßen sie auf ein unbekanntes Schwimmobjekt. Chinesen auf der Elbe. Kommen Sie mal längsseits, bitte. Moin moin, die Wasserschutzpolizei. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Ja. Ich hätte gerne einmal Ihren Fischereischein gesehen und einmal Ihre Genehmigung. Gibst du mir einmal den Kescher? Okay, danke schön. Ich hab schon. Hallo. Was kontrollieren Sie jetzt hier? Also als erstes braucht man ja, wenn man hier fischen möchte oder angeln, braucht man einen Fischereischein. Das heißt, den haben hier beide, Jahresfischereischein. In dem Fall ist der aus Schleswig-Holstein, aber der ist hier genauso gültig wie einer aus Hamburg ausgestellt. Und die Besonderheit hier ist eben, also fischen dürfte man sonst von Land aus, grundsätzlich halt mit diesem Fischereischein. Aber wenn man hier vom Boot aus fischen will, im Hamburger Hafen, braucht man eine extra Genehmigung. Die ist hier ebenfalls
hier von HPA, von der zuständigen Behörde ausgestellt, Erlaubnis zum Fischen vom Boot aus. Und das war jetzt auch so der Hauptgrund, warum wir hier überhaupt mal ran sind. Weil eben kann ja gut sein, dass man halt die Genehmigung nicht hat und trotzdem einfach fischt, weil das halt effektiver ist als vom Land aus. Die Globalisierung, diesmal im Schlauchbootformat. Ja, wunderbar. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß und Petri heil. Aber Sie müssen mir nur sagen, wo ich angeln soll. Wir haben noch nichts gefangen. Haben noch nichts gefangen? Nee, das erste Mal im Erfenbogen. Und rüber in die Billwerder Bucht, das ist ruhiger. Auch zu Wasser erweist sich die Polizei als Freund und Helfer. Immer auf der Hut durchstreift sie den Hamburger Hafen, Deutschlands Tor zur Welt. Er ist einer der letzten Häfen weltweit, der mitten in einer Stadt liegt. Um nach Hamburg zu gelangen, müssen sich die Riesenschiffe durch die Elbe zwängen. Im 90 Kilometer entfernten Brunsbüttel in Schleswig-Holstein sitzen die Lotsen, die den Ankömmlingen sicheres Geleit geben. Sie beobachten deren Bewegungen am Computer, um dann rechtzeitig zuzusteigen. Denn in den schmalen Fahrrinnen der Elbe lauern große Gefahren. Als eines der nächsten Schiffe wird der Frachter MSC Antares erwartet, der seine Reise in Buenos Aires begonnen hat. Der ist jetzt auf Kilometer 755. Es geht also in der Tschechei los, Kilometer 0. Elbe entspringt dort und jetzt haben wir hier ungefähr 695 Kilometer und draußen 755. Bei der Elbe 1 ist ungefähr 763, also ist ungefähr so 20 Minuten jetzt schon im Fluss drin, läuft die Geschwindigkeit von 18 Knoten. Wenn er so weiterläuft, ist er um 2.30 Uhr hier. Das ist sein vorausgeplotteter Arrival Time hier vor der Station. Aber er muss natürlich in Cuxhaven nochmal runterfahren durch den Lotsenwechsel. Also wird er ungefähr so gegen 3 Uhr dann hier aufkommen, für 6 Uhr Hamburg. Frachter erreichen das Lotsenhaus auch mitten in der Nacht. Das Schiffsaufkommen nach Hamburg ist gewaltig. Wir haben, ich glaube, im Jahr ungefähr 50.000. Das sind, würde ich mal sagen, so 200 bis 300 Schiffe am Tag, die hier die Elbe hoch und runter laufen, die wir praktisch auch mit Lotsen besetzen dann. Ne? Lotse Klaus Brandnolte wird die MSC Antares heute Nacht betreuen. Er hat an der Uni Oldenburg Nautik studiert, mit dem Abschluss Diplom-Ingenieur für Seeverkehr. 12 Jahre fuhr er zur See, zuletzt als Kapitän. Das Lotsenboot bringt ihn zum Schiff. Elbe-Lotsen hat es ja schon seit jeher gegeben. Das waren früher meistens Fischer oder Anrainer, Walfänger oder sonst jemand aus verschiedenen Regionen hier längs der Elbe. Hamburgs Hafen hat mehr als 820 Jahre Tradition. Kaiser Barbarossa verlieh der Stadt Schifffahrts- und Zollrechte. 1401 wurde hier der Seeräuber Störtebeker hingerichtet. Durch den Hafen entwickelte sich Hamburg zu einem bedeutenden Zentrum. Der Handel blühte, der Wohlstand wuchs. Hamburg schloss sich mit anderen Hafenstädten zur Hanse zusammen. ...1842 wütete ein Brand 4 Tage lang. Er zerstörte wichtige Gebäude. Doch Hamburg fand zu alter Größe zurück. Die Speicherstadt und der Sandtorhafen zeugen von dieser Blütezeit. 1895 eröffnete Kaiser Wilhelm II. Den nach ihm benannten Kanal. St. Pauli und die Landungsbrücken vor rund 100 Jahren. Schwimmende Pontons, an denen Fähren und Passagierdampfer anlegten. Seither hat sich die Schifffahrt gewaltig verändert. Nach wenigen Minuten Fahrt erreicht das Lotsenboot bei Brunsbüttel die MSC Antares. Das Containerschiff kann 68.000 Tonnen tragen. Als es im Jahr 2000 gebaut wurde, gehörte es zu den größten der Welt. Inzwischen gibt es viel größere. Der Kapitän begrüßt den Lotsen und legt sich dann schlafen. Es ist 3 Uhr nachts und auf der Elbe kann ohnehin nur der Ortskundige das Schiff erfolgreich manövrieren. Wir sind ein bisschen zu schnell. Mal ein bisschen Fahrt reduzieren. Ja, das ist der Maschinentelegraph. Und hier gebe ich der Maschine die Drehzahlen vor, um natürlich entsprechende Geschwindigkeit zu erreichen.
Man sieht ja viel Wasser hier ringsum. Natürlich ist höchstens nur ein Fünftel davon befahrbar. Und nur befahrbar, was, also höchstens befahrbar, was. Ja. Der Lotse tauscht sich mit dem Steuermann über den zu fahrenden Kurs aus. Thank you. So, die Fahrrinne ist ja, also das Befahren der Fahrrinne mit so einem Tiefgang wie diesem hier ist nur auf eine ganz schmale Röhre sozusagen oder Rinne möglich. Das, was man hier sieht, ist alles sehr, sehr flach. Auch zwischen der Betonung ist nicht alles mit so einem Tiefgang befahrbar. Und dafür gibt es dann da vorne diese Richtfeuerlinie zum Beispiel. Die zeigt einem genau an, wo man sich in welchem Teil der befahrbaren Rinne befindet. Die Schiffe drängten sich auf der Elbe bereits, als sie noch deutlich kleiner waren als heute. Dies sind die ältesten bekannten Farbfilmaufnahmen aus dem Hamburger Hafen. Sie stammen aus dem Jahr 1938. Die Kamera führte der Konditormeister Kurt Lehfeld, ein begeisterter Amateurfilmer. Anders als heute war Arbeit im Hafen damals überwiegend Handarbeit. Was geblieben ist? Zöllner kontrollieren mitten in Hamburg. Denn Teile der Stadt sind ein Freihafen, der außerhalb des deutschen Zollgebiets liegt. So können Waren, die vom Hafen aus in andere Länder gehen, unkompliziert weiterbefördert werden. Für die Hamburger dagegen bringt das gewisse Unannehmlichkeiten. Deutschlands größtes Zollamt ist Waltershof, natürlich im Hamburger Hafen. Täglich kommen die Beamten hier Schmugglern und Steuerhinterziehern auf die Spur. Mal deklarieren Firmen die Herkunft von Schuhen falsch, um sich Abgaben zu ersparen. Mal sind in einem Container 1300 Kilogramm Kokain versteckt. Jeder Lkw-Fahrer muss sich hier anmelden. So, was hast du geladen? 215. Ladung? Ladung, ja. Der was? Viel Ladungspaletten, viel und 30 Paletten. 30 Paletten? Jo. Und was hast du geladen? Ladungspaletten. Der was? Nicht verstehen. Deine Ladung. Ist da auch nicht drauf, ne? Deine Ladung. Ladungspaletten. Was die Ladung ist? Ich kann nicht gut sprechen. Material. Zigaretten, Whisky, Karton. Karton. Und was ist in den Kartons drin? Was ist in den Kartons drin? In den Kartons? Nee, das ist nicht verstanden. Du musst doch wissen, was du geladen hast. Nee, was drin? Was ist im Karton drin? Viele Polen, die verstehen Deutsch zum Beispiel, ne? Der ist also nicht so das Verständnis mächtig dann und ja gut. Normalerweise sollte der Fahrer wissen, was er geladen hat, ne? Bei den Containern wissen sie es im Regelfall nicht, aber wenn sie das Stöckgut haben, dann sollten sie schon wissen, was sie transportieren, ne? Das wirkt nicht vertrauenerweckend. Der polnische Lastwagenfahrer muss zu Zollbetriebsinspektor Gernot Bauer, der sich die Sache genauer ansieht. Okay, dann schauen wir noch mal einmal rein in Ihr Fahrzeug. Look inside the camion. Sorry. Waren aus aller Welt gelangen über Hamburg nach Deutschland. Das ist seit alten Zeiten so. Auch 1938, als diese Bilder gedreht wurden, war Kaffee eines der wichtigsten Umschlagsprodukte. Damals verluden ihn die Hafenarbeiter in Säcken. Heute wird der Großteil des Kaffees, wie fast alles andere, in Containern transportiert.
Zum Hamburger Hafen gehört auch dieses Unternehmen, die NKG Kala. 80% des Kaffees, den die Deutschen trinken, wird hier angeliefert, bearbeitet und gelagert. Wenn wir im Jahr einmal diesen Umschlag nehmen, pro Jahr, dann kommen wir ungefähr auf 60 Milliarden Tassen Kaffee, die in dieser Fabrik sozusagen umgeschlagen werden. Da keiner die Katze im Sack kaufen will, entnimmt Quartiersmann-Gehilfe Günther Ramm eine Stichprobe. Wir sehen, dass Herr Ramm hier an verschiedenen Stellen Muster zieht, um einen möglichst repräsentativen Querschnitt der Ware zu bekommen. Wir haben es dann auch zum Teil im unteren Bereich gelegentlich mit Steinen zu tun, die heute in der Kaffeetasse nicht besonders bekömmlich sind. Also das versuchen wir natürlich vorher festzustellen. Warum sind da Steine drin? Gut, erstens ist es so, dass natürlich es ein Rohprodukt ist, es wird geerntet, dann kommen schon mal Steine dabei. Aber wenn man heute den hohen Kaffeepreis sieht, dann kommt man schon manchmal auf die Idee, ob da nicht ein bisschen Gewicht gemacht worden ist. Diese Prüfanlage soll solchen Betrug verhindern. Die Mitarbeiter des Kaffeeunternehmens decken auch Schäden auf, die die Gesundheit des Kaffeetrinkers gefährden. Bei Mängeln schicken die Abnehmerfirmen die Bohnen zurück oder fordern einen Preisnachlass. Jetzt kommt die gemischte Ware raus. Es muss kontrolliert werden, ob da Steine drin sind. Wenn es nicht sind. Nichts geht über die traditionelle Geruchskontrolle. Was können Sie da riechen? Das ist der Honduras-Geruch. Den hat man drin nach den Jahren. Und wäre der jetzt ein anderer Geruch, würde man das sofort wahrnehmen. Wodurch zeichnet sich der Honduras-Geruch aus? Das ist ein etwas herber Geruch, ist das, von Honduras. Und das merkt man auch, so wie man die Tür aufmacht von dem Container, nimmt man den Geruch gleich in Empfang. Und das ist auch mal wichtig, das gleich zu merken, ob das in Ordnung ist oder nicht. Und jetzt kontrolliere ich den Kaffee, Silber. Bruch ist noch nicht vorhanden, aber eine Wurmstichigkeit vom Kaffee. Das kann man sehen, da sind kleine schwarze Löcher drin von Insekten. Das ist wurmstichig in dem Moment. Steine im Kaffee und wurmstichige Bohnen gehören noch zu den kleineren Gefahren im Hamburger Hafen. Seit den Terroranschlägen in den USA kontrolliert die Wasserschutzpolizei verschärft, wer von den Schiffen an Land geht. Soweit ich weiß, sind 18 russische Seeleute auf dem Seeschiff. Und normalerweise müssten sie ein Visum haben, um an Land zu gehen. Aber es gibt in Hamburg nicht die Erleichterung, die kriegen dann halt Landgangsausweise. Die werden von uns dann ausgestellt. Zeitgleich wissen wir, dass 3 oder 4 Zertifikate abgelaufen sind, also Schiffspapiere, und die werden wir auch gleichzeitig noch einsehen. Im Visier ist diesmal die Alexander Sibiriakov. Der Rost nagt an dem Schiff. Betrieben wird es von den Archangelsk-Linien aus Russland. Von dort kommt auch die gesamte Besatzung. Doch sie fährt unter der Flagge von Malta. Auch das ist Globalisierung in der Schifffahrt. Der Kapitän begrüßt die Gäste. Auf die Einladung zum Wodka verzichtet er bei den deutschen Beamten. Können wir bitte die Gesundheitserklärung sehen? And the Nil List. Und die Nilliste. Nil List. Die Nilliste. Nur ganz. Keine Gewehre, andere Waffen und Munition. Keine blinden Passagiere. Grisch, komm vorbei. Die Wasserschutzpolizisten kontrollieren die Pässe. Im Hafen ersetzen sie die Bundespolizei. Ein echter Stresstest für den Kapitän. Captain, possible to see your certificate. Kapitän, ist es möglich, Ihre Zertifikate zu sehen? Während die Beamten auf diese Dokumente warten, gleichen sie die Pässe mit der Besatzungsliste ab. Schließlich findet der Kapitän auch die Zertifikate. Sie sind ordnungsgemäß erneuert. Pässe waren in Ordnung. Landgangsausweise haben wir ausgestellt und die fehlenden Zeugnisse, die haben wir auch noch kontrolliert. So glimpflich läuft es nicht immer ab. Kürzlich verhafteten die Wasserschutzpolizisten hier gleich 16 Mann. Da hat unsere Dienststelle halt einen Tipp gekriegt von der Bundespolizei. Und das waren dann 16 Chinesen mit verfälschten japanischen Pässen, die mit der Queen Mary nach Amerika fahren wollten. Das Ding schlechthin, wo man sagt, Passfälschung illegal. Die Polizisten kümmern sich auch um weniger spektakuläre Aufgaben.
Doch sogar bei denen geht es manchmal um Leben und Tod. Wenn Souvenirjäger Schwimmringe klauen, müssen die Beamten sie ersetzen. So wie hier an der Fähranlegestelle Ballinstadt. Im Auswanderermuseum Ballinstadt spürt man die historische Bedeutung des Hamburger Hafens. 1901 wurden diese Hallen gebaut. Hier konnten sich Auswanderer nach Amerika bis zu ihrer Abreise all-inclusive einmieten. Eine humanitäre Aktion und eine schlaue Geschäftsidee von Albert Ballin, dem damaligen Generaldirektor der Reederei Hapag. Über 5 Millionen Europäer wanderten über Hamburg in die USA aus. Hier bekamen sie Unterkunft und Verpflegung, zusammen mit dem Ticket für die Überseefahrt. So waren sie nicht mehr Hamburger Geschäftemachern ausgeliefert, die hilflose Auswanderer oft übers Ohr hauten. Noch heute existieren die Passagierlisten von damals. Für viele Amerikaner inzwischen der beste Weg, ihre eigene Familiengeschichte zurückzuverfolgen. Dabei hilft ihnen Museumshistorikerin Rebecca Geithner, die auch die Ausstellung hier betreut. So schlief man während der zweiwöchigen Reise. Ein einfacher Auswanderer, der konnte sich nur im Allgemeinen eine Passage im Zwischendeck beziehungsweise, wenn er noch ein bisschen mehr Geld gespart hatte, in der dritten Klasse leisten. Und wie so ein typisches Zwischendeck um 1870 ausschaut, das sieht man einmal hier rekonstruiert. Nach der Überfahrt kamen auf Ellis Island von New York scharfe Kontrollen durch US-Polizisten. Die Einwanderer konnten die Freiheitsstatue schon sehen. Aber vor der Einreise wurden sie nach Aufenthalten in geschlossenen Anstalten befragt, nach sexuellen und politischen Vorlieben und nach Gesundheitsproblemen. Später erlebten die großen Passagierschiffe einen Aufschwung. Nicht als armer Schlucker, sondern als Tourist reiste man jetzt mit dem Dampfer nach Übersee. Bilder aus längst vergangenen Zeiten. Seit das Fliegen erschwinglich geworden ist, sind Schiffsreisen der wahre Luxus. Dafür hat der Warenverkehr drastisch zugenommen. Der Zoll reagiert darauf mit Hightech-Kontrollen. Die für die Kontrolle selektierten Lkw müssen nicht mehr, wie in den Zeiten vor der Röntgenanlage, entladen werden, sondern man hat den Kontrollprozess dadurch wesentlich beschleunigen können. Die Lkw werden im Regelfall, ohne dass der Container geöffnet wird, hier durchleuchtet und spätestens nach einer halben Stunde liegt das vollständige Bild der Ladung vor. Die Anlage ist eine der modernsten ihrer Art. Sie half, Kokain aus Südamerika und gefälschte Zigaretten aus Asien zu finden. Geröntgt werden nur Container. Der Lkw-Fahrer aus Polen, der über seine Fracht nichts sagen konnte, hat Kartons geladen. Zöllner Gernot Bauer nimmt sie persönlich in Augenschein. Die Ware kommt aus China jetzt und wird jetzt hier zum freien Verkehr abgefertigt, also verzollt und versteuert. Einfach nur öffnen, einmal ein Stück. Ja? Wir haben die Schere? Ja. Und dann öffnen Sie irgendwas so, dass wir eine Tasche, One Package, so rauskriegen. Ja? Ein Karton, ja. Oder ein Stück vom Karton, so, ne? Eine Tasche aus Spinnstoff angemeldet worden. Wichtig ist für uns dieses Obermaterial, dass es sich da auch um Spinnstoff und nicht auf Kunststofffolie handelt. Wenn es aus Kunststofffolie wäre, dann wäre der Abgabensatz ein ganz anderer. Das ist für uns erheblich. Und insoweit reicht diese Beschau jetzt auch aus. Der Transport von China über Hamburg nach Polen kann weitergehen. Lastwagen bringen die Waren aus dem Hamburger Hafen nach ganz Europa. Oder auch nur zur Kaffeeverarbeitung direkt nebenan. Der Hafen zieht Logistikunternehmen an wie die NKG Kahler. Das Entladen ist Aufgabe der Fahrer. Die Bohnen folgen ohnehin der Schwerkraft. Geschäftsführer und Siloleiter beobachten den ersten Prozess. Der Kaffee wird gereinigt. Wie man sieht, ist das bitter notwendig. Das waren alles Sackreste, Hülsen, Spelzen, Stöcker. Die holen wir halt alles mit der Reinigung halt alles raus. Ne?
Diese Anlage mischt den Kaffee. Auch das passiert also schon im Hafen. Der meiste Kaffee, den Sie heute trinken, sind Mischungen. Und wir bekommen von den Kunden Rezepte, welche Kaffees in die Mischung reinkommen. Wie viel Brasil, wie viel Vietnam, wie viel Kolumbien. Und das ist, was hier hinter uns passiert. Hier werden also die fertigen Mischungen für die einzelnen Produkte erstellt. Dann wird der Kaffee hier gelagert, in den Silos des Unternehmens. Hier sehen wir halt die Silo-Einläufe von den Silozellen. Hier läuft der Kaffee in die Zelle rein, bis nach unten, 60 Meter runter. Ja. Insgesamt passen hier 30.000 Tonnen Kaffee rein. Einmal 30 Tonnen Zellen, 120 Tonnen Zellen und 240 Tonnen Zellen. Der Kaffee kommt hier gereinigt, entsteint und metallfrei rein. Halt, ne? Es sieht aus wie in einem Science-Fiction-Film. Moderne Verästelungen der Kaffeeverarbeitung. Doch 60 Meter tiefer, wo die Bohnen wieder rauskommen, testet man ihren Geruch auf eher traditionelle Weise. Diese Firma kennt keiner, ihren Kaffee aber jeder. Der Kaffee, der jetzt hier gleich rausgeht, geht zu unseren Kunden. Und unsere Kunden sind, ich sag's mal, fast alle namhaften Röster. Die meisten kennen natürlich die Firma Tschibo, Darboven, Dahlmeier, Starbucks. Zurück dahin, wo der Kaffee durchfährt und fast alles andere auch, was in Deutschland verbraucht wird, auf die Elbe, hier auf die MSC Antares. Der Steuermann und Lotse Klaus Barnolte rufen sich weiter die Kurse zu, 3 Ziffern in Grad angegeben. Um dabei wach zu bleiben, hilft das Hafenprodukt Kaffee. Ich liebe das, wenn morgens im Sommer die Sonne aufgeht und sich der Himmel und das Wasser färbt. Es ist angenehm, warm wird. Es ist genauso wie damals auf See, wenn man morgens auf die Brücke kam, die Sonne aufging, jedes Mal ein neues Wolkenbild da war und sich der Himmel tiefrot gefärbt hat. Es war immer was ganz Besonderes und was Außergewöhnliches und jeden Tag was Neues. Wer so früh schon arbeitet, kann die Natur genießen. Deren Schutz ist der wichtigste Zweck der Lotsenarbeit. Im Falle eines Unfalls auf Schiffen wie diesen ist die Gefahr groß, dass etliche 1000 Tonnen Bunkeröl austreten können und damit natürlich die ganzen Uferbereiche des Flusses als auch im weiteren Verlauf natürlich der Nordsee und des Wattenmeers gefährdet werden. Insofern spielt das natürlich eine große Rolle, zu wissen, wo man längs fahren muss, damit keine Unfälle passieren. Insofern der Dienst am Umweltschutz. Gefahren für Mensch und Natur drohen nicht nur bei der Fahrt nach Hamburg, sondern mehr noch im überfüllten Hafen selbst. Die Polizei ist wachsam. Ja, jetzt machen wir unsere normale Streifentätigkeit. Und dann werden wir mal sehen, dass wir vielleicht eine Bunkerkontrolle durchführen. Das heißt, wenn ein Seeschiff Kraftstoff übernimmt oder auch Sludge abgibt. Welche Gefahren bringt das, wenn da Vorschriften nicht eingehalten werden? Im schlimmsten Fall eine Gewässerverunreinigung. Dass halt die Kraftstoffe in das Hafenwasser gelangen. Das wäre dann der Super-GAU. Die Polizisten steuern ein Kreuzfahrtschiff an. Es wird gerade betankt. Besonderheit der mobilen Tankstellen im Wasser? Sie geben nicht nur das Schweröl, den Kraftstoff für Schiffsdieselmotoren, sie entnehmen auch den Sludge, die nicht brennbaren Bestandteile des Schweröls. Das bringt große Gefahren. Über Deck achten wir darauf, ob die Speigerten geschlossen sind. Also das hat den Hintergrund, falls eben wirklich ein Schlauch platzt oder einfach beim Abschlagen der Kupplung ein Rest an Oberdeck läuft, dass es nicht gleich direkt durch die Speigerten, die ja normalerweise dafür da sind, dass eben Regenwasser oder Spritzwasser gleich abläuft, dass halt gleich das Öl ins Hafenbecken läuft. Aus guten Gründen ist die Polizei hier penibel. Und das ist wirklich krebserregende, giftige Brühe. Wenn die ins Hafenwasser gelangt, dann haben wir schöne Umweltverschmutzung. Kontrolle abgeschlossen. Für heute konnte die Natur vor einer Katastrophe bewahrt werden. Ihre Schönheit erlebt man bei der Fahrt der MSC Antares auf der Elbe Richtung Hamburg. Doch die Seefahrt hat sich im Laufe der Zeit geändert. Ja, es ist alles sehr viel eiliger und schneller geworden. Die Romantik ist etwas verloren gegangen. Das, was man von früher noch kennt, längere Liegezeiten in den Häfen und
die Möglichkeiten des Landganges und so weiter, das ist fast gar nicht mehr gegeben. Also vor allen Dingen nicht in der Containerschifffahrt. Es ist ein Hightech-Beruf geworden auf jeden Fall. Das merkt man auch bei der Nautischen Zentrale, die für die Seefahrt so wichtig ist wie der Flughafentower für den Luftverkehr. Die Nautiker teilen Schiffen ihre Liegeplätze und Abfahrtszeiten zu. Oh, es wollen einige weg, also, aber am Herzen liegt mir eigentlich morgen früh die MSC Savona und so weiter. Ja, genau, und Arthur N. und so weiter, also dass wir so ein bisschen abstimmen können, wann wir wen wo haben. Ne? Auch wenn man das hier am Fenster bei unserem schönen Ausblick beobachten kann, man denkt dann, Mann, wann hört das Schiff denn endlich mal auf, weil das ja bei 360 Meter Länge lange dauert, bis es aus dem Parkhafen raus ist. Und wenn der Kollege an Bord, der Lotse und derjenige, der an Bord steuert, nur eine Sekunde oder so oder 15 Sekunden zu spät ein Kommando gibt, dann schiebt sich das Schiff so circa 50 Meter aus diesem Parkhafen raus in diesem kurzen Zeitraum. Und bei einer sehr engen, bei diesem engen Fahrwasser von 300 Metern und etwas mehr, sind 50 Meter natürlich sehr viel. Das ist so, als wenn man beim Auto eine Sekunde zu spät auf die Bremse tritt. Die Arbeit erfordert volle Konzentration. So, die Frankfurt Express, 11,10 Meter Antwerpen, 25 plus 1. Zur Information, wir haben Aufkommen, die Barbaros Kiran, der ist jetzt Flugzeugbau und er soll zur Herr Bema. Ja, danke, mit denen sprechen wir uns dann ab, wenn wir abgelegt haben. Zettelwirtschaft. Auf Computer allein will man sich hier nicht verlassen. Ja, moin, Barbaros Kiran, Hamburg-Port. Hat sich gemeldet, Frankfurt Express, er will in circa einer Viertelstunde vom CTA weg. Bitte sprechen Sie sich ab, wo Sie sich begegnen wollen. Der Aufkommer, der Barbaros Kiran, der ist jetzt hier in dem Bogen von dem Kühlrand. Wird also hier jetzt weiterfahren und hier in die Räte reinlaufen. Und gleichzeitig kann man jetzt sehen, die Frankfurt Express hat mittlerweile jetzt den Liegeplatz verlassen, liegt hier auslaufgerecht und wartet jetzt eigentlich darauf, dass dieses Schiff hier an der Kühlbombe ungefähr angekommen ist. Und dann wird er seine Fahrt fortsetzen. Dass sie sich letztendlich hier auf diesem geraden Stück begegnen, denn da ist es breit genug. Die meisten Nautiker sind wie die Lotsen früher selbst zur See gefahren. Klaus Branolte begrüßt entgegenkommende Schiffe. Es herrscht Kameradschaft. Ich glaube, jeder Seemann wird es auch nie vergessen. Jeder Seemann wird das bis zu seinem Ende mit sich rumtragen. Weil alles das, was man erlebt hat, eigentlich schöne Erinnerungen waren. Und das, was nicht so schön war, man leicht vergisst, Gott sei Dank. So mischen sich Fernweh und Heimatgefühl beim Lotsen, der hier aufgewachsen ist. Eine weitere Besonderheit ist vor allen Dingen hier Schulauer Fährhaus in Wedel, dass die Schiffe mit der jeweiligen Nationalhymne des Flaggenstaates begrüßt und auch in der Landessprache des Flaggenstaates begrüßt und auch dann entsprechend wieder verabschiedet. Das Willkommenhaft in Wedel, kurz vor Hamburg. Hamburg wünscht Ihnen gute Reise. Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen in unserem Hafen. Gute Reise. Aufgezogen wird die Flagge von Schleswig-Holstein. Heute dient Begrüßungskapitän Gerhard Kruse. Meine Damen und Herren, verehrte Gäste, wir begrüßen den niederländischen Containerfrachter Tina, der Holwerder Shipping in Heerenveen. Und die nächste bitte. Endlich mal eine andere Hymne. Barbados. So. Welche Hymnen werden hier am häufigsten gespielt? Diese, Antigua und Barbuda. Niederlande, haben Sie ja selbst schon gemacht. Die deutsche relativ oft. Und die britische. Das ist so eigentlich das. Gefolgt dann von Malta, Zypern. Also all denen, die finanziell nicht so schlimm rangehen. Also Billigflaggen. Ursprünglich angefangen ist man 1952 mit den 17 cm Schallplatten. Dann kam die große Entwicklung auf die Kassetten. Und inzwischen haben wir alles umgestellt auf den Computer. Aber wer mit dem Computer arbeitet, der weiß ganz genau, dass der einem auch morgens mal sagt, heute spiele ich nicht mit dir. Und dafür haben wir dieses zweite Standbein. Begrüßungskapitän Kruse beobachtet große Veränderungen auf der Elbe. Als ich hier vor gut 9 Jahren anfing, hatte ein Containerschiff eine Größe von 3.999 Grosstons
gut 100 Meter lang, 500 Container. Heute hat dieses Standardschiff eine Größe von im Schnitt 13.000 bis 15.000 Grosstons. Das heißt, es ist 3, 4, 5 Mal so groß geworden. So zwängen sich immer größere Schiffe auf dem schmalen Flussweg nach Hamburg. Die Einfahrt hier in einen Hafen, der mitten in einer Großstadt liegt, das ist ja sehr selten heutzutage oder fast gar nicht mehr der Fall. Ist natürlich für mich, der hier sowieso wohnt, jeden Tag wieder was Besonderes, aber für die Seeleute sowieso, die sich oft sehr freuen, nach Hamburg zu kommen. Weil wenn dann der Landgang besteht, das für sie sehr einfach ist, an Land zu kommen, weil die Stadt nicht sehr weit ist. Hafenleben mitten in der Stadt. Davon zeugen auch die Bilder von 1938. Schiffe vor St. Pauli und dem Michel. Damals war der Hafen noch voller Menschen, Besatzungen groß, Hafenarbeit kaum rationalisiert. Für MSC Antares-Kapitän Michael Hellinek ist die Einfahrt in Hamburg nach wie vor etwas Besonderes. Das Spezielle ist die lange Fahrt auf dem Fluss nach Hamburg. Es gelten Einschränkungen. Sie erlauben uns nur, während Flut anzulegen oder auszulaufen. Wir genießen den sehr guten Service. Und ich würde gern öfter von Bord gehen und die Stadt besuchen können. Man sollte die Zeit dafür finden. Das Lotsenboot kommt, um Klaus Branolte abzuholen. Der Elbe-Lotse hat seine Aufgabe erledigt. Er wird jetzt vom Hamburg-Lotsen abgelöst, der die MSC Antares zum Containerterminal bringen wird. Der Lotse geht von Bord. Was die Lotsenarbeit auf der Elbe besonders schwer macht, nur eine schmale Fahrrinne ist tief genug für die großen Containerschiffe. Und selbst dort dürfen sie nicht voll abgeladen sein, wie der Fachausdruck heißt für bis zum zulässigen Tiefgang beladen. Deshalb soll die Elbe vertieft werden, wieder einmal. Das geschieht seit Jahrzehnten, stößt heute aber auf Widerstand von Umweltschützern. Die Hafenbetreiber sind naturgemäß dafür. Für den Hamburger Hafen ist es existenziell wichtig, dass die Fahrrinnenanpassung zügig durchgeführt wird. Es liegt an der Schiffsentwicklung. Wir haben in Hamburg den Nachteil, dass die Schiffe nicht voll abgeladen nach Hamburg kommen können und auch vor allen Dingen nicht voll abgeladen den Hamburger Hafen verlassen können. Aber das ist nur ein Aspekt. Insbesondere sind die sogenannten Begegnungsrestriktionen von existenzieller Bedeutung. Wir haben von Hamburg bis Glückstadt einen Bereich, wo wir maximal 90 Meter Breite in Addition, also in Summe zwischen zwei Schiffen, auf der Elbe haben dürfen. Und die großen Containerschiffe, die Hamburg heute anlaufen, die sogenannten 14.000 TEU-Schiffe, haben eine Breite von über 51 Metern. Wenn Sie das mal zwei nehmen, sind Sie schon in der Breite über 100 Meter. Und diese Schiffe dürfen sich auf der Elbe nicht begegnen. Damit haben Sie auch Durchflussprobleme. Und dafür brauchen wir auch die sogenannte Begegnungsbox, um hier die Manöver optimal und vor allen Dingen auch sicher durchführen zu können. Begegnungsbox soll eine 130 Meter breite Fahrrinne werden, in der Schiffe aneinander vorbeikommen. Ohne diesen Umbau fürchtet Hamburg, international nicht mehr mithalten zu können. Und deshalb werden auch die Containerterminals ständig erweitert. Wir fahren jetzt in den Waltershofer Hafen ein und hier auch zu meiner Rechten sehen Sie jetzt das Gebiet der sogenannten Westerweiterung für den Eurogate Terminal. Das ist ein ehemaliger Tanklagerbereich. Wir fahren jetzt hier gleich am Tankschiffhafen vorbei. Dieses Gebiet wird verfüllt und wird dann auch mit Bestandteil einer Containerterminalfläche. Und die Westerweiterung ist für Eurogate natürlich enorm wichtig, weil in Spitzentagen sind sie komplett ausgelastet an der Kaimauer. Dann haben sie keinerlei Kapazität mehr, dann muss man schon im Hamburger Hafen umparken oder Schiffe müssen irgendwo auf Warteplätzen an Pfählen liegen. In dieses überlastete Eurogate-Terminal fährt jetzt auch die MSC Antares ein. Hier, nicht weit von der Hamburger Innenstadt, werden die Container entladen, die der Frachter in Rio de Janeiro, Montevideo und Buenos Aires aufgenommen hat.
In den Containern ist in der Tat alles, was Sie in den Regalen der Einkaufsläden finden können. In den Shops. Einfach alles. Hosen, Früchte, Fleisch. Fruit, Meat. Kapitän Helinek, ein Slowake mit österreichischem Pass, legt mit der Antares in Hamburg an, nach 2 Wochen Fahrt um die halbe Welt. Kräne entladen die Container. Van Carrier, rasende Riesen aus Stahl, transportieren sie über das riesige Terminal. 1938 fuhren hier noch Traktoren. Kleider oder Spielwaren wurden damals nicht in Asien produziert, sondern um die Ecke. Ganz andere Güter kamen aus Übersee. Statt in Containern waren sie in Fässern verpackt, häufig in Säcken und manchmal in Kisten. Heute arbeiten hier deutlich weniger Menschen als damals. Doch der Wert der Waren, die sie umschlagen, hat sich vervielfacht. Und Zeit ist mehr denn je Geld. Die Schwierigkeit ist, du musst eben immer konzentriert sein, ne? Und das so gut wie Schichtarbeit machen, also Tag, Nacht, am Wochenende. Und wir alle haben ja mal einen müden oder einen schlechten Tag zwischendurch, ne? Mhm. Aber da, auch an den schlechten Tagen musst du so gut sein, dass du keinen Schaden machst. Container in der heutigen Einheitsgröße gibt es erst seit 1956. Diese anscheinend so simple Erfindung hat den weltweiten Güterverkehr revolutioniert und damit unser aller Leben verändert. Bilder aus der Vorgeschichte der globalen Schifffahrt. Im Hamburger Hafen verkehren nicht nur Schiffe. Es ist der größte Güterbahnhof Europas. Und das ist bis heute so geblieben. Die Schiene befördert weiter, was auf der Elbe ankommt. Mit dem Motorrad fährt Jens Meyer, Chef der Hamburg Port Authority, durchs Hafengebiet. Seine Hauptsorge ist, dass sich Zug- und Lkw-Verkehr gegenseitig blockieren. Das sieht aus wie bestellt, dass Sie diese Problematik einmal gesehen haben. Aber es war nicht bestellt, es ist Realität. Zur Abhilfe baut die Hafenverwaltung eine neue Brücke. Ja, hier sind wir an unserer Baustelle Rethe-Klappbrücke. Die Baustelle besteht aus 2 Teilen. Einerseits hier aus der Vorbrücke, die ungefähr 190 Meter lang ist. Der Clou dabei ist, dass wir hier versuchen, Straße und Schiene zu entflechten. Man kann hier noch gut sehen, dass die Schienen hier entlang die Straße kreuzen. Das heißt, immer wenn ein Zug kommt, muss der Straßenverkehr stehen bleiben. Mit der neuen Brücke, die sieht man hier in Hochlage, entflechten wir, das heißt, die Straße kann weiterfahren, auch wenn die Schiene hier die Straße unterquert. Der andere Teil der Brücke geht übers Wasser. Die Brücke wird ja hier praktisch neben uns, direkt neben der anderen Brücke stehen. Den Baukran sieht man hier schon, der wesentliche Teile der Pfähle einsetzt, die hier nicht gerammt werden, sondern die werden gebohrt. Das liegt daran, weil diese Brücke, wir haben uns war das Risiko zu hoch, dass man neben so einem alten Bauwerk Rammungen vornimmt, wo vielleicht durch die Erschütterung die alte Brücke beschädigt wird, weil die muss ja noch halten, bis die neue Brücke fertig ist. Die alte Brücke wird ersetzt, um großen Schiffen die Durchfahrt zu ermöglichen. Diese in die Jahre gekommene alte Dame von 1932 ist eine Hubbrücke. Das heißt, man hat hier eine Höhenrestriktion in der Durchfahrthöhe. Die neue Brücke wird eine sogenannte Doppelklappbrücke, die längste Doppelklappbrücke Europas. Auf eine baldige Lösung der Verkehrsprobleme im Hamburger Hafen hoffen auch die Kaffeeverarbeiter von der NKG Kahla. Geschäftsführer Günther Brockhaus sieht in der Schaltzentrale jeden Tag die Folgen des Chaos. Wir haben im Moment doch ziemliche Probleme im Hamburger Hafen. Wir haben sehr, sehr starke Kaffeeanlandungen gehabt in den letzten Monaten. Dann kommt hinzu, dass der Hamburger Hafen im Moment boomt. Das heißt, auch andere Wirtschaftsbereiche, sagen wir mal, haben heute ein hohes Verkehrsaufkommen. Wir haben Probleme, die Waren sozusagen von den Terminals wegzukriegen, also die Container dort abzuholen. Es gibt schlichtweg zum Teil nicht genügend Trucks, nicht genügend Trucker. Das ist eine. Das zweite Thema ist, wir haben doch hier und dort Systemausfälle an den Terminals, die natürlich, sagen wir mal, zu Verzögerungen führen. Und dann ist die gesamte Verkehrssituation im Hamburger Hafen auch nicht gerade so, dass man, ich sag's mal, nur Freude hat.
Lastwagenfahrer Werner Schulz und seine Kollegen sorgen dafür, dass der Kaffee in Deutschland trotzdem nicht ausgeht. Auch weltweit scheint die Versorgung gesichert. Der Kaffee, der in allen Kontinenten sozusagen hier angeliefert worden ist, verlässt auch uns wieder und geht fast zu allen Kontinenten, aber im Wesentlichen natürlich nach Europa. Das heißt also Zentraleuropa, Frankreich, Benelux-Staaten, dann aber auch nach Skandinavien und Osteuropa. Und dann haben wir noch einige sozusagen weitere Entfernungen, das einmal in die USA und auch nach Australien. Diese Ladung geht nicht so weit. Und wo geht die Fahrt jetzt hin? Ich fahre jetzt nach Berlin, zu Dallmayr. Zu Wasser, zu Schiene, zu Land. Hamburgs Hafen ist Deutschlands Verkehrsknotenpunkt. Wenn jedes Jahr beim Hafengeburtstag gefeiert wird, geht es deshalb nicht nur um Schiffe und nicht nur um Hamburg. Der Hafen schafft Arbeitsplätze für ganz Deutschland. Unsere Strategie in Hamburg ist, man ist insbesondere daran interessiert, dass man hier für die Menschen Arbeitsplätze schafft, Veredelung von Produkten vielleicht hinbekommt oder eben auch die für uns sehr wichtigen Hinterlandverkehre stärkt. Etwa 12.000 Seeschiffe laufen pro Jahr den Hamburger Hafen an. Mehr als 7.000 davon sind Containerschiffe. Ohne sie wären unsere Läden leer. Viele sprechen von der schönsten Stadt der Welt. Eines lässt sich nicht bestreiten: Hamburg ist Deutschlands Tor zur Welt.